Hey Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem Atemraum-Kanal. Frag mich nicht, was das gerade war. Okay, diese, ich wollte es irgendwie machen, ich wollte keine Transition einfügen, ja? Und deswegen, aber ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute mal in Among Us, in zwei Runden, eine Imposter-Runde von mir und eine als Crewmate von mir. Und ich fand die beide jetzt eigentlich nicht allzu schlecht, deswegen wollte ich die euch nicht vorenthalten und viel Spaß damit. Ciao. Die ganze Zeit da. Egal, ich hab dran gedacht. Also, Start. Let's go. Nächste Runde. Einfach auf Japanien machen. Ich bin überrascht, dass ich bis zum Ende überlebt habe bei Manuel. Oh nö. Ihr habt doch keine Ahnung, Alter. Muten. Nein. Das war eine ganz komische Nummer. Ja, Yuki. Ja. Okay. Also es kommt mir gerade richtig weird vor. Ich komme runtergelaufen von oben Mad Bay. Ich sehe, wie Blue da liegt und mir kommt Green entgegen. Und als ich gesehen habe und gerade reporten wollte, ist er auf mich zugelaufen, wollte mich 100% killen. Mhm, ist klar, Yuki. Ich komme hoch, ich sehe, glaube ich, noch... René, bist du mir entgegengekommen? Nee, ich bin dir entgegengekommen. Du hast gesehen, wie ich von unten gekommen bin, also du kannst mich proven. Und ich bin hochgelaufen und da kam Yuki, stand auf der Leiche, wollte runterlaufen, läuft wieder nach oben. Ich laufe dahin, ich denke so, warum reportet Yuki nicht? Und ich wollte spam report, aber dann hat Yuki reportet. Das macht keinen Sinn, weil du bist noch viel zu weit weg gewesen, als ich reportet habe. Du warst kurz davor, auf mich zuzulaufen, du warst locker 1-2 Meter von mir weg. Und ich stand drauf, ich bin nicht zurückgelaufen. Ich stand genau auf der Leiche drauf und habe absolut diesen hässlichen Report-Button nicht gefunden und 8-mal daneben geklickt, wie der jetzt out ist. Und trotzdem bist du auf mich zugerannt und wolltest mich 100% killen. Selbst wenn ihr mich rausvotet, dann ist Green 100% suspicious. Wenn ihr mich jetzt rausfordert, ist Green 100% suspicious. Das Ding ist, der Kill-Cooldown ist zu hoch, um in der Zeit 2 Leute zu killen. Das heißt, auch wenn er zu dir hingerannt wäre, er hätte dich auch nicht killen können. Aber was ist denn René hat mich doch gesehen, wie ich da von unten hochgelaufen bin in der Zeit. Was hat René getan? Kam er von oben und ist nach unten gerannt, oder wie? Oder was gibt's denn da noch? Ich war bei Low Engine drin. Ich hab bei Low Engine die Raketendings da ausgesucht. Oder gibt's irgendwo Vents da in der Nähe, dass da vielleicht irgendjemand weggedingen sein kann? Also da, wo René sagt, da gibt's ein Vent, ja. Also unten, ich bin nur von diesem Weapons. Bei Security einsetzen. Warte, ich bin von ganz rechts. Kevin, wo ist der denn jetzt nochmal genau? Weil ich Kameras checken wollte und dann lag der vor Kameras, lag der da. Kev, hast du wieder Kameras gecheckt oder nicht? Aber hab doch mal im Fokus, René. Der ist nicht auszulassen, der kam aus der Richtung. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber da weiß ich halt nicht, was. Keine Ahnung. Gut, Pushing Vote, das war jetzt dumm. Ich sag hundertprozentig, das ist René. Warum? Nein. Wenn du aus der Richtung kamst. Oh, das ist ja schon ein Buch. Alter, das ist. Alter, hä? WTF, das lief aber schon etwas gut, würde ich sagen. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass die sich gegenseitig hier rausholen. Sich gegenseitig irgendwie beschuldigen, das ist... Alter, ich hatte gerade so ein Herzklopfen, das ist nicht mehr wahr. Es ist 100% Manuel. Das wäre ich, du Spasti. René. Aber ganz ehrlich, René kam aus der Richtung. René war gerade bei mir. René war gerade bei mir.
Also ich habe gesehen, dass du bei Dings hier Security Kameras warst, hat die Kameras gesagt, geguckt. Ja. Wo war die Leiche? Wo war die Leiche? Keine Ahnung, aber was fucking suspicious war, ich habe dich gesehen, wie du nach Edmonds raufgerannt bist, nachher wieder direkt nach unten und nachher Navigation hin. Ja, ich bin in Navigation. Ich bin rechts, dann habe ich einen Task da gemacht, bin ich hochgegangen, habe noch einen Task gemacht und bin dann runter in Navigation. Du hast oben einen Task gemacht, ne? Du warst 2 Sekunden oben. 2 Sekunden bist du hochgerannt und instant wieder nach unten. Dann habe ich verlaufen. Du kannst mich rausboten, ist aber falsch. René ist es. Ganz ehrlich, René ist es. Ich bin nach rechts gelaufen. Leiche wurde nicht gefunden. Eben, ja, da war Püschel, Kim tot und René kam aus der Richtung. Püschel ja, ist dead, ist... Yuki ist dead. Er gibt's nur eine Möglichkeit, dass es René ist. Es ist eine Möglichkeit, es ist René. Es ist halt echt René, aber ich hab dich schon gewotet. Du bist so ein Keck, Fabio. Du bist so ein Vollidiot. Du bist so ein Vollidiot, Fabio. Wie hätte Toni bitte vorher mich töten sollen? Ich meine, Püschel töten sollen. Das war ja absolut bescheuert. Du bist so ein Vollidiot, die ich überhaupt hatte. Alleine, also das andere ist so, ne, dass ich Püschel entgegengekommen ist. Das war, dachte ich mir so, scheiße, Alter, jetzt bin ich geliefert. Aber dass dann Yuki noch da war, das war die Rettung. Yuki stand, also bei mir war, Alter, das war halt. Yuki und ich, aber das konntest du nicht anders sagen. Das ist beide die Runde, die ist sowas von auf Fabius Kappe, das ist so ein hetzendes Stück Scheiße. Also, ja, das vor allen Dingen. Manuel ist es, erstmal voten direkt. Püschel, aber bei uns war das aber auch geisteskrank. Also, Lege, das sah absolut so aus, als ob du so runterrennst und dann wieder hoch, als du mich gesehen hast, um so ein bisschen zu faken, damit du Alibi hast. Und ich hab gedacht, du läufst da hin, um mich zu töten, weil du voll auf mich zugelaufen bist. Nee, ich hab, wenn du wolltest zum Buddy rein, ich hab Report-Button gespammt, weil ich denke, du hast mich gerade rumgemacht, oder? Weil du da auch dran und die ganze Zeit hin und her gelaufen bist. Ja, ich hab die ganze Zeit, ich hab wie ein Behinderter die ganze Zeit daneben geklickt. Das ging einfach nicht. Weißt du, Yuki und Püschel sind dead, die beiden, die am härtesten drauf sind, weil die da beide bei der Leiche standen und René kam entgegen. Du hast total vergessen von dir, Fabio. Ja, ich musste halt überlegen. Das andere ist, ich konnte Fabio nicht holen, weil Fabio an Cameras stand und das war halt für mich die Safe, weil er hat mich gesehen, dass ich in Security reingegangen bin, da ein bisschen stand und beobachtet, was er macht und wieder rausgegangen bin, damit ich halt so eine Safe-Basis habe. Also konnte ich nur ihn. Ja. Weil ich habe ja selber gesehen, dass du da komisch rumgelaufen bist. Was ich halt komisch an Manuel fand, er hat am Anfang direkt René verdächtigt. Ja! Ohne irgendwas. Weil das halt auch obvious war. Er kam aus der Richtung. Ja, obvious war es ja nicht. Nicht am Fetzen, ob das Leiche ist. Der war mit in diesem Pool der Verdächtigen drin. Dann ja, und Toni war ja irgendwo ganz anders. Ja, ich war ganz woanders. Es ist ja. Moin. Töchchen. Moin. Who's this? Bin wieder da, wir können starten. Camps, lauf doch mal rum, mach deine Tarn. Ja, würde ich auch nicht machen, das ist viel spannender so. Muss ich ehrlich sagen, das ist viel spannender. Task muss man langsam machen. Ich habe einfach die letzten Runden gar keine Task gemacht. Also, brauche ich im Post. Ich find's halt viel spannender, wenn's halt einfach so. Wenn's einfach so random ist, so. Die Task nicht fertig, der noch nicht fertig. Meine Cam ist einfach aus, what the fuck. War die einfach aus. Wir sind jetzt 7 Leute, wir bräuchten noch einen, dann wäre es geil mit dann wäre es geil mit 2 Dings. Poster. Moin. Moin. Was ist los? Bei Navigation ist Yuki aus dem Vent gekommen. Oh. Wo ist Navigation? Ganz rechts. Okay. Da wo du dieses mit dem Flugzeug hast, so. Ach so.
Yuki, dann hau mal was raus. Was sagst du? Vor allem kurz nachdem der Reaktor Meltdown. Ich kann nur sagen, ich bin absolut noch nicht an einem Vent vorbeigelaufen in diesem Game. Also ich kann zu 100% sagen, dass ich das nicht war, aber es ist halt Aussage gegen Aussage, müsst ihr entscheiden. Aber ich kann von mir 100% sagen, dass ich nicht an einem bin. Gefühlt gar nicht, nee. Ich war nur ganz oben Cafeteria, hab den Mülleimer leer gemacht. Dann war ich rechts, bin runtergelaufen, dann ist mir Kaiser entgegengekommen von der rechten Seite. Und dann, als dieser Reaktor-Meltdown war, bin ich über Cafeteria wieder nach links gelaufen und dann runter. Aber wen hat denn der Resin-Kanister? Also ich bin Yuki. Also Kaiser, ja, Kaiser ist der Einzige, der mich gesehen hat. Und ich habe die ganze Zeit, ich bin Kaiser also, locker 20 Sekunden am Arsch gehangen oder so. Hätte ihn locker 20 Mal töten können, aber hab nichts gemacht, weil ich kann ja auch nichts machen. Ich habe Yuki gerade noch rechts im allerersten Raum gesehen, der da ist, wo diese zwei Tasten nebeneinander sind. Und da war auch halt mit Aero zusammen, wir waren zu dritt im Raum. Ja, danach sind wir halt runtergelaufen. Können verdächtigen, wie wir wollen. Fabio bin ich jetzt sowieso. machen wir Sass und skippen, oder was ist der Plan? Also, ich halte im Auge, es ist ja so noch keiner gestorben, deswegen wir müssen ja nicht. Also, ich habe ganz viele bei mir gesehen, bei der Kamera, die ganze Zeit hin und her. Das habe ich auch gesehen, was ihr so macht. Habe ich in der Cam gesehen, deswegen sind wir. Wenn Kanister sagen kann, dass er zu 100% sicher ist, dass Yuki aus dem Band kommt. Also, es kann sein, dass er 100%ig ist, aber ich skippe nicht. Weil es ist noch keiner gestorben, oder was? Bei dem Band ist halt keine Task. Aber er ist genau darüber gestanden und dann an mir vorbeigefetzt. Ihr könnt's ja, also ich würde sagen, wir behalten ihm eigentlich im Auge, wenn kann, ne? Also so wie, es ist ja keiner gestorben, wir müssen ja keinen flippen. Genau, wenn jede Runde jemand stirbt, ist auf jeden Fall Yuki, fertig. Also Yuki, gib dir Mühe, niemand darf sterben. Bis gleich. Jo, ich steck jetzt einfach mit irgendwem. Ja, das ist, wenn jemand stirbt, aber das ist eine schlechte Aussage, weil alleine jetzt kann halt gesehen der Imposter, wenn jetzt nicht Yuki der Imposter ist, kann er jemanden töten und ja, der verdächtigt dann direkt ihn. Wenn jetzt Yuki der Imposter ist. Weil Yuki ist jetzt bei mir. Der Yuki ist weggegangen. Ganz gut. Ganz, ganz komische Sache. Wir haben jetzt zwei Leute hier. Hey, wir sind jetzt zu. Ganz, ganz. Wir werden mal kurz ein bisschen hier chillen, ein bisschen gucken, so, was die machen. Ein bisschen Dings und so. Wir haben hier noch Yuki drin. Sehen wir da unten die ganzen. Offen. Wenn Püschel stirbt, ich finde das so weird, so komisch, Alter, so viele Leute, die hier die ganze Zeit rumlaufen bei mir. Das andere ist, der Imposter sollte mal langsam irgendwas machen. Vielleicht ist es. Weil er sah so aus, als hätte er wirklich Spaß gemacht. Machen wir auch mal die Task ein bisschen. Ist noch keiner gestorben? Oh!
eine kurze Frage, bevor wir mit der Leiche losgehen. Wer war vorher oben links? Ich habe keine Ahnung. Also ich bin zuerst an der Leiche vorbeigelaufen. Ich habe sie gesehen, habe gecheckt, ob wer Kameras steht, ob sich da wer versteckt hat oder bei dem anderen. Aber ich habe keinen gesehen. Und dann bin ich hoch, habe dich gesehen. Aber dich kann ich, du warst wahrscheinlich nicht. Ja, ich weiß, aber ich bin halt von Cafeteria gerade weggegangen. Da war vorher noch mit René. Also ich kann in der Zeit niemanden getötet haben. Also Kim war überwiegend bei mir in Edmunds. Ich habe jemanden gesehen bei Edmunds, der von Upper, glaube ich, heißt das da oben, die ganze Zeit zu O2 gegangen ist. Der ist auf jeden Fall durchgewendet. Aber ich weiß jetzt nicht, wer es war. Aber Eero habe ich auch noch bei mir gesehen. Welche Seite? Was hast du? Standst du Edmund oder was? Ich stand Edmund, genau. Ich bin später zu euch Edmund dazugekommen. Bin später zu euch Edmund dazugekommen und habe die eine Task oben gemacht. Achso, okay, Yuki habe ich nicht gesehen. Ich habe nur Eero gesehen. Also ich habe auf jeden Fall, dass Yuki noch kurz vorbeigekommen ist. Der hat den Download gemacht. Ja. Sonst habe ich auch leider keine Ahnung. Edmunds ist unter Cafeteria, direkt vor Storage. Genau. Also für mich sind jetzt eigentlich nur Kaiser und Püschel halt verdächtig, aber Püschel weiß ich ja nicht, weil. I don't know. Nur die beiden sind halt die ich nicht gesehen habe. Also bisher habe ich Yuki. Ich kann sagen, dass ich stand ganz rechts, bevor ich die Leiche gesehen habe, habe ich Yuki gesehen, wie er auch dahin gerannt ist. Ich wollte ihm zuerst hinterher rennen. Aber er war danach weg. Der ist komplett durch Cafeteria durch. Ich hab's nämlich, das habe ich gesehen. Ich wollte hinterher rennen, habe noch die eine Quest schnell fertig gemacht und diese Meteoren abknallen. Und dann ist mir einer entgegengekommen und Yuki. Und dann bin ich schnell raus, wollte Yuki hinterher, aber dann war er schon weg. Das weiß ich nicht. Wo war denn die Leiche überhaupt? Die war direkt links daneben. Upper Engine. Wenn man unten rausläuft, genau links am Eingang. Okay, nee, weil ich war ja Storage. Storage ist wo? Unter Cafeteria, der Gang durch. Da, wo du Fuel machst. Genau, und ich rechts unten der Hebel für den Trash. Ja, da gucke ich jetzt, wie weit das weg ist. Ich skip einfach mal. Ich habe auch geskippt. Ja, so an sich. Ich habe nur noch eine Quest. Ich habe noch voll viele Leute. Aber die ganze Zeit gar keine Quest gemacht. Ich glaube, ich mache auch mal. 1, 2. Gelb ist jetzt mit bei mir. Also. Ich hoffe, hier unten steht keiner. Ah doch, okay. Der Kaiser macht oben. Dann glaube ich mal, Kaiser ist schon ein wenig safe, das, weil er jetzt ganz Oxygen. Vermute ich mal, dass Kaiser wirklich safe ist. Oder halt, Also, wer auch immer gerade die Tür zugeschlossen hat, entweder halt hatte vor Püschel, dass jemand mit reinkommt. Oder, ja. Download. Upload. Was los? Oh, Kim ist tot. Oh. Ich weiß nicht, aber es ist ziemlich verdächtig mit Yuki. Also, das ist bei mir jetzt ein bisschen verdächtig gewesen, weil ich war nämlich da, einer hat Kameras gecheckt und einer hat mich gesehen, wie ich nach unten gegangen bin, wo man diesen Kanister auffüllen kann. Und Yuki stand da an der Quest. Übrigens, du musst dich muten, Yuki, man hört deine Tastatur, dann könnte man vielleicht ein bisschen, ne? Ach so, ja, sorry, ich verpeile manchmal den Ton zwischen Mikrofon gemutet und nicht. Und dann hab ich halt gesehen, ich bin runtergelaufen und
wir waren halt allein, ich habe gecheckt, rechts war keiner, oben war keiner und du hast halt die Task, du bist weggegangen. Ich glaube, so schnell hast du, ich weiß nicht, ob du die so schnell geX'd hast, aber hättest du die Task, glaube ich, gemacht, hättest du mich nicht runterlaufen sehen. Was war aber, das für eine Task nochmal? Ja, also, diese Pulldown. Das, ja, die Pulldown-Quest ganz unten rechts. Ach so, die hab ich einmal verkackt und dann musste ich sie nochmal machen. Aber warum bist du dann weggegangen? Warum bist du dann so nach links, rechts gegangen? So als würdest du mir jetzt hinterherlaufen wollen. Weil ich bin zu dir runtergelaufen und... Ach so, nee. Oh, warte mal. Und dann bist du, wo ich dann die ganze Zeit unten unterwegs war. Und ich bin ja immer wieder so zwischen Admin, bei dem Admin-Panel rumgerannt. Ist beim Admin-Panel ein Vent? Ja, ist einer, glaube ich, oder? Weil ich bin nämlich die ganze Zeit da unten rumgerannt und ich habe Yuki nicht gesehen, die ganze Zeit nicht, aber er war auch nicht unten bei diesem... Und dann kamst du auf einmal aus Admin raus, als der Emergency Call kam. Ich hatte da vorher diesen Admin-Card-Dingens gemacht, weil das noch in meinen Tasks drin war. Und es war und auch ziemlich komisch, dass die Türen zugeschallert sind, wo wir zu dritt unterwegs sind unten. Fabio habe ich nicht gesehen. Das hat mich aber auch gewundert, weil ich dann später Cafeteria hochgegangen bin und ich zu Dingens gehen wollte, zu diesem Upper Bums, weil ich da auch noch eine Task hatte und da war die Tür zu und unten zu Admin auch. Und dann ging die Tür zu Admin wieder auf und dann habe ich die Admin-Task gemacht. Okay. Ja, war nun fertig. Aber was hat Fabio, wir haben noch 6 Sekunden, sag mal schnell was. Ich war Security und hab vorher noch Tasks erledigt vor dem Call. Aber... Okay. Wir müssen den Hinterkopf behalten. Am Anfang wurde gesagt, dass Yuki als von Kaiser gesehen, dass er gewendet ist. Und jetzt ist es suspekt gewesen, dass das, was Püschel gesagt hat wegen Yuki. Deswegen, es kann wirklich sein, dass es an sich Yuki ist. Kann sein, ich habe noch 2 Tasks. Also eigentlich noch. Ja, 2 insgesamt jetzt nach dem hier. Ich muss noch auffüllen. Die Antriebsspeise da. Aber das war's dann auch mit meinem. Ich habe aber noch große Vermutung, dass es Yuki sein wird. Weil Kim ist als nächstes gestorben, der gesagt hat, dass es könnte halt. Ich kann mich Yuki nicht alleine da reingehen. So hat er sich wieder ein bisschen gesaved. So. Trotzdem habe ich gedacht, ich will nicht alleine mit ihm. Es kann natürlich wirklich. Letzte Task machen wir. Hi. Oh, alle alles. Ich bin eigentlich gerade am gucken, ob jemand vielleicht eventuell irgendwo hinwendet. Achso, ja, von Leuten. Ganz schnell. Jetzt sind alle Kaiser, alle Admin. Ihr müsst jetzt langsam was machen. Also die Tasks sind fast vorüber. Ich habe jetzt noch keinen einzigen. Oh damn, ich hab's nicht gesehen. Der Raum unter Cafeteria.
Und anwesend waren da Mr. Ronix und X-Aerofeed. Ja. Oh, ja, Admin. Nur noch. Admin. Was? Kine ist auch. Was? Deswegen, alles Yuki, tot. Wir müssen jetzt jemanden flippen. Das andere ist, ich stand die ganze Zeit nur in Admin. Ich hatte nur noch eine einzige Task, das wollte ich noch nicht machen, weil das wäre zu langweilig gewesen. Und ich habe halt eigentlich nur in Admin geguckt, so wie was ist, aber da war mir nichts auf, niemand ist gewendet oder sonst irgendwas. Ich habe nur noch später den Aero bei mir gesehen und dann kam es halt nur noch dazu. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, wer es ist. Also, wir waren ja alle Admin. Nachher ist Pöschel, glaube ich, geblieben und nachher sind wir ja alle raus. Ich weiß nicht, wer noch da geblieben ist. Also, ich bin auf jeden Fall weggegangen. Ich bin rüber zu Upper Engine gegangen. Dann ist, glaube ich, Gelb geblieben und hat Kev gekillt und hat Self-Report gemacht. Nee, ich bin Electrical gegangen, weil da einer war laut der Anzeige und dann war der weg und dann bin ich wieder hoch und hab Püschel gefunden. Und ich kann Runix Pink safen, weil ich war vorletzte Runde die ganze Zeit bei ihm und er hat nur seine Tasks gemacht und zwar irgendwie 10 Stück oder so. Ja, ich habe halt alle bis auf eine jetzt gemacht. Und diese Runde war ich die ganze Zeit bei Pöschel, nur die letzten 10 Sekunden nicht und dann, ja. Deswegen, also ich muss ehrlich sagen, ich raste da mehr den Kaiser, weil ich war halt vor die Runde die ganze Zeit unterwegs, hätte mich die ganze Zeit killen können, weil... Und in dem Zeitraum ist ja noch jemand gestorben, das ist das andere. In dem Zeitraum ist ja noch jemand gestorben, deswegen ist Kaiser 100% safe. Tut mir leid, Ayro, aber für mich bist du auf jeden Fall Imposter. Fucking hell, du! Keine einzige Leiche wurde gefunden. Alter, Fabio, das war übertrieben gut von dir. Oh, ja! Direkt, der kommt wieder in Admin rein, ist so, nein! Die Drecksau! Also ich hatte aber auch die ganze Zeit immer noch Yuki im Verdacht, weil das am Anfang gesagt wurde, dass Yuki gewettet sein sollte.